Die 14-jährige Mette nimmt an der Studie des UKE teil. Sie ist eines von 6000 Kindern zwischen 0 und 18 Jahren, die jetzt regelmäßig getestet werden. Schlechte Nachrichten zu Kindern heute aus den USA. Der 9-jährige Bobby aus New York litt an einer mysteriösen multiplen Entzündung, wie 100 weitere COVID-19-infizierte Kinder dort. Die These, Corona ist für Kinder kein Problem, hält die Leiterin des Kinder-UKE für zu simpel. Wir haben dies niemals umfassend und in die Tiefe untersucht. Und insofern glaube ich, ist das eine absolut offene Frage, ob Kinder und wie häufig und wie schwer sie erkranken. An der Studie beteiligen sich alle Hamburger Kinderkrankenhäuser. Wie häufig ist Covid-19 bei Kindern? Aber auch tiefergehende Fragen sollen geklärt werden. Wir versuchen, Risikofaktoren zu identifizieren, zum Beispiel auch auf genetischer Ebene, die eine besonders schwere Erkrankung bedingen. Ein großes Risiko stellt das Coronavirus offenbar für die Nieren dar. Das zeigt eine heute vorgestellte, bereits abgeschlossene UKE-Studie. Bei 3/4 der verstorbenen Patienten findet sich das Virus in der Niere. Ein Befund, der eine häufige Komplikation erklären könnte. Von den Patienten, die wir auf Intensivstationen behandeln, müssen ein Drittel mit Dialyse behandelt werden, weil es zu einem kompletten Ausfall der Nieren kommt. Auch hier können wir möglicherweise nun einen Erklärungsansatz liefern. Tatsächlich war die Niere das am zweitmeisten befallene Organ von dem Virus. Es handle sich bei Corona um ein Multiorganvirus, so die Wissenschaftler. Es verursache ein akutes Nierenversagen, von dem sich die meisten Patienten aber wieder erholten. Zu unterscheiden von chronischen Fällen, die eine dauerhafte Dialyse erforderten. Auf die akut auftretende Situation bei Corona war man vielfach aber nicht vorbereitet. Es war tatsächlich so, dass es in den Hauptkrisenherden in Italien, Spanien, aber auch in New York zwischenzeitlich zu einer Knappheit von Dialysemaschinen gekommen ist. Fast noch mehr als an Beatmungsmaschinen. Das ging in der Berichterstattung etwas unter. Das Risiko, jetzt durch Corona zum dauerhaften Dialysepatienten zu werden, sei aber eher gering. Anders bei manchen Patienten, die schon eine stark vorgeschädigte Niere haben und schon ohnehin nicht mehr so weit weg waren, beispielsweise von einem Dialysenierenersatz. Bei denen kann ein solches Ereignis dann tatsächlich die letzte Reserve der Niere verbrauchen. Bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten gibt es Veränderungen im Urin. Weitere Untersuchungen sollen jetzt zeigen, ob diese womöglich ein frühes Warnzeichen für schwere Covid-19-Fälle sind.